Sie werden in 24 Stunden die strengste Nachbarin Marie zum Ausrasten bringen. Ja! Wir haben hier so eine Zeitbombe. Guck mal, mit so Batterien. Das die pennt da gerade auf dem Sofa. Oh, Alter! Geht's dir gut? Ey, guck mal, die Zähne sind alle raus. Leute, heute wird's richtig krass, wenn jetzt nicht richtig schön Party macht. So lange, bis die Nachbarin mal richtig rumschreit, richtig auslastet wird, ne? Boah, ist das hier ein schöner Sonntag heute. Burger, Pommes und Bier! Boah, was ist denn das hier so laut? Das müssten wieder bestimmt die blöden Nachbarschaften sein. Ich hör da schon so ein Klopfen. Scheiße. Boah, ich glaube, da kommt gleich jemand, Leute. Denn heute haben wir Sonntag, man muss eigentlich richtig Ruhe sein. Ja! Ne? Let's go, Leontine! Ja, Mann! Ey, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Habt ihr mal auf den Tacho geschaut? Ja! Alter! Alter! Ja, Mann! Kannst du mal ein bisschen leiser sein? Alter. Wir haben Sonntagnachmittag. Die Leute möchten in Ruhe entspannen draußen und die Ruhe haben. Mann. Alter, ich bin jetzt gerade wegen euch vom Gartenstuhl gefallen, weil ich schön die Sonne genießt hatte draußen. Ja. Und ihr brüllt hier da rum wie keine Ahnung was. Ja, komm erst mal rein, weißt du? Wir machen erst mal einen entspannten. Setz dich mal dahin, ich... Leute, jetzt werde ich die richtig hops. Ich habe jetzt eine Idee. Ey, Leontine, jetzt sind die richtig hops. Ey, Alter, geh mal hin und pop die mal vor dir. Stell dich hinter ihr, okay? Alter, Leute, die merkt das gar nicht. Let's go und... Oh! Alter, das hier? Sag mal, ziehst du noch richtig? Hey, du hast ja richtig hops genommen, die Nachbarin. Ja, war nur ein Spaß. Wir haben dich hops genommen. Du kommst jetzt mal hierher, komm. Weil du kannst es hier jetzt mal alles schön aufräumen, so wie du es bei mir gelernt hast, dich ein bisschen zu benehmen. Ja, genau. Oder kannst du ihm vielleicht helfen? Ja gut, dann helfe ich dir halt kurz, ne, damit der Blödmann hier mal lernt, wie man hier gescheit putzen wird. Alter Leute, jetzt werde ich mal richtig pranken. So Leute, ganz wichtige Sache, jetzt ist es soweit, der neue Burger Pommes Merch ist am Start, Leute, richtig nice, mit einer handsignierten Autogrammkarte von Lukas und mir, ihr könnt ein Golden Ticket gewinnen, dann kommen wir bei euch zu Hause vorbei und nehmen ein richtig geiles Video auf, Leute, wir haben die Sammelkarten wieder am Start, so richtig nice und natürlich auch der Adventskalender, Leute, mit 24 Türchen, sehr, sehr nice, erster Link unter der Videobeschreibung, kommt jetzt zum Merch, Leute, lukasbs.de, seid schnell, gönnt euch jetzt sofort die Merch. Alter, geht's dir noch so gut? Haha! Ah! Leute, komm mal! Du blödes Arschloch hier! Alter! Spray hier. Ey, hör mal auf damit! Ey, geht's noch oder was? Ja, nee, guck dir das Scheiße an! Ja, tut uns leid! Ich hab einen chilligen Sonnenbank und guck mal, was ihr macht hier mit mir hier! Ja, hier kann ich das Putzen aufräumen! Ja, ja! Sehe ich hier aus wie eine Scheiße! Du siehst aus wie eine Spinne! Ja, genau! Vielleicht kommen wir zur nächsten Sache. Ich habe noch eine richtig gute Idee. Wir sind da nämlich gerade am Putzen. Pass mal auf. Alter Leute, guck mal, wie das hier aussieht, ey. Was ist denn jetzt los? Ja, also ich habe mich jetzt dazu entschlossen gehabt. Ich chill jetzt hier erstmal, machen wir eine Pause. Und ihr zwei hier könnt euch mal bücken und hier alles schrubben. Ja, okay, dann machen wir eine Pause, ne? Alter Leute, guck mal, die ist da eigentlich. Leontine, komm, ich habe eine geile Idee. So Leute, guck mal, die pennt da gerade die Nachbarin. Jetzt hätte ich mal mit Shops, ne? Genau. Let's go. Und? Sag mal, tickt ihr noch richtig, ihr beide? Wisst ihr, wie es hier stinkt? Ja, ey. Alter, was seid denn ihr eigentlich für blöde Nachbarn? Ja, ja, sorry, tut uns leid. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier am meisten stinkt. Die Knaller oder ob es ihr seid. Also wirklich, ah! Das ist so widerlich. Ey, was soll das denn heißen jetzt hier? So Leute, jetzt kommen wir zum nächsten Prank. Genau. Wir haben hier so, wie so Sprengstoff, ist halt nur Pappe. Also okay. Nichts Echtes. Haben wir so drei Dinger. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir, dass wir die gleich mal richtig an den Stuhl fesseln. Und dann können wir die richtig pranken. Und dann sagen wir, dass die in die Luft gesprengt wird, weißt du? Aber das ist ja nur so Fake-Attrappen, das ist ja nicht echt. Das wäre total lustig, ne? Ja. Dann ist dann einfach deine Nachbarin weg. Ja. Let's go, Leute. Ja, gib mir das mal, dann pennt die gleich am Stuhl ein, weißt du? Dann können wir die festkleben. Hallo, ja, hier, wir haben hier so eine schöne Cola. Ja, trink mal. Ja. Hast du auch was angestellt? Nein, nein, trink nicht. Weißt du, weil wir... Etwas nein, weil wir dich so viel geärgert haben. Trink erst mal einen Schluck. Hast du Fieber? Nein. Die schmeckt komisch. Alter, Leontine. Ja. Die ist eingepennt. Hol das Klebeband her. So. So Leute, jetzt wird das TNT hier. Genau. Let's go. Alter, Leute, guck mal, das ist ja total lustig jetzt, ne? Die wird die gleich in die Luft gesprengt. Ja. So, Leontine, ich würde sagen, jetzt ist mal Zeit, dass wir die jetzt mal wach machen, ne? Komm, mach mal. Alter, was ist das hier für eine Scheiße? Ha! Ey, und wir haben einen Sprengsatz an dir dran gemacht. Ach du
Scheiße. Was seid ihr? Wie seid ihr drauf? Wollt ihr mich in die Luft sprengen lassen oder was? Ja, ja, natürlich. Wir mögen dich Nachbarin nicht, weißt du? Mach die Scheiße hier weg. So, Leontine? Ich wollte dir noch kurz meinen besten Freund zeigen. Genau. Geh weg bloß mit dieser Schlange. Ach du Scheiße, mach diese Schlange weg. Mach diese weg. Du weißt schon ganz genau, ich hab voll Angst vor dieser Schlange. Hey. Hol mal den nächsten Knaller noch her. Los, Iotin! Jetzt wir machen... Alter! Ah! Jetzt hört ihr recht auf, sie hier. Es reicht langsam. Ah! Mund halten. Guck mal. Wir haben so Fake-Zähne, Leute. Mach die Mund rein. Tust du, als ob du, wenn du hingefallen bist, als wärst du also mit den Zähnen auf den Boden gehauen, weißt du? Und dann spuckst du ein paar Zähne raus, weißt du? Und sagst du, Alter, nein! So, Leute, ich habe hier auch ihr Handy. Ich bin mal gespannt, was jetzt Leontine stellt sich da vorne hin, dass du los mach. Ey, wisst ihr eigentlich, wo mein Handy ist? Ich suchst du das hier? Hier ist dein Handy. Ja, bitte. Hier, willst du es haben? Ja, natürlich. Weißt du was? Hier, hol's dir. Anne, was ist das für eine Scheiße? Junge, das ist mein Handy. Ja. Also wirklich. Alter, ey, der hat voll die Zähne aus dem Mund verloren. Ach du Scheiße. Oh, das tut mir aber leid. Ja. Hey. Oh nein. Sind doch ein paar. Ja, guck mal, du hast deine Zähne rausgehauen. Oh nein. Geht's dir gut? Ey, guck mal, die Zähne sind alle raus. Geht's dir gut? Guck mal her, ich nehm dich mal hier in den Arm hoch. Komm. Scheiße, was hab ich denn jetzt gemacht? Es tut mir wirklich leid. Haha, war ein Prank. Ich hab meine Zähne rausgehauen. Du bist mir einer, wirklich also. Boah, du blöde Rotzgöre, ey. Ohne ich bin ein Junge. Damit macht man kein Späßchen. Ich hab wirklich gemeint, deine Zähne werden raus. Ich bin immer noch ein Junge. Boah, wenn du mein Kind wärst, ne? Ich schwöre dir, du würdest jetzt einen Meter tiefer liegen. Ich würde so einen Gamer. Das sind alles das Jugendamt. Jugendamt, Grüße gehen raus. Die ist euer nächstes Haftgefängnis. Ja, ey, ja. Jetzt chill mal ein bisschen jetzt hier. Komm, wir machen jetzt erstmal alles sauber hier, weißt du? Ja. Okay, Leute, wir machen jetzt erstmal sauber. Ey, ich hab so keinen Bock mehr auf die beiden Arschlöcher. Ich geh jetzt endlich mal wieder in meine eigene Wohnung. Da will ich nämlich meine Ruhe haben und alles. Alter, Lindy, stopp. Ich hab hier jetzt noch so einen Becher. Ich glaube, die sitzt da in der Wohnung. Guck mal, die futtert da die ganzen Chips gerade. Füße auf den Tisch. Warte, ich würde sagen, wir schleichen jetzt hier durch. Die guckt da. Das sind sie gar nicht. Komm, jetzt weiß ich dich. Komm, wir gehen hier rein. Komm, wir machen jetzt die Wasser rein. Mach mal da Wasser rein. So, und dann. Das reicht, das ist zu viel sonst. Stellen wir das hier oben drauf. Und wenn die dann gleich da durchläuft, dann kriegt die das richtig auf den Kopf. Gut. Alter, Leute, guck mal, ich glaube, die steht jetzt auf. Ich glaube, jetzt passiert's. Boah, ey, was ist das für eine Scheiße hier, Alter? Wer war denn das jetzt schon wieder? Alter, ich glaube, die hat den Becher abbekommen. Boah, jetzt muss ich hier alles sauber machen und putzen noch. Das war ja richtig lustig, Leute. Let's go, wir gucken jetzt erstmal gleich, was gleich noch passiert mit Pranks. So Leute, jetzt werden wir die Nachbarn nochmal richtig terrorisieren. Ja. Wir haben hier so eine Zeitbombe. Guck mal, mit so Batterien. Das die pennt da gerade auf dem Sofa. Ey, ich hab eine Idee. Ey, wir legen die bei ihr hin. Der wird die denken. Warte, warte. Leg die am besten. Warte, ich hab eine gute Idee. Auf ihr Kopf? Nein, nein, nein. Wir packen die hier so drauf. Da sieht's auch schon den Timer alles. Genau, Leute. Oh mein Gott, da schläft die. So Leute, jetzt verstecken wir uns hier. Ja, ja. Und gleich, wenn die aufwacht, wird die Bombe sehen. Oh ja. Ah, was ist das hier? Da ist eine Bombe auf mir. Ach du Scheiße. Ach, warte, Leute, was macht die jetzt denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss sie, glaube ich, aus dem Fenster schmeißen. Weil ich habe nämlich nur noch 30 Sekunden Zeit, bevor die sprengt. Oh nein, ich habe nur noch 20 Sekunden. Komm schnell. Oh Alter, Leute, gleich geht die Bombe hoch. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss sie, glaube ich, jetzt ganz schnell schmeißen hier. Oh, Leute, die hat geschmissen. Ah! Alter, das Ding ist ja voll explodiert, Leute. Habt ihr es gehört? Boah. Alter, Leute, da ging richtig die Post ab. Boah, hat das geknallt. Boah, Alter, ey. Also auf diesen Schock, ne? Ohne Witz, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen Chips essen. Einfach eine Bombe war auf mir. Ich wäre wahnsinnig. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Kein Mensch wird mir so einen Scheiß glauben. Ehrlich. So, Leontine, ich habe jetzt noch eine richtig geile Idee. Guck, was wir jetzt noch machen. Ich habe hier so ein richtig krasses Kostüm. Das muss ich jetzt. Ja, willst du das anziehen? Ja, ich will das anziehen. Okay, Leute, wir haben jetzt das Kostüm hier. Leontine, zieh das jetzt an, wirst du die gleich richtig erschrecken damit. Ja. So, let's go. So, Leute, wir haben das Kostüm jetzt angezogen. Alter, Leute, guckt euch mal, wie krass groß Leontine ist. Oh mein Gott. Digga, Leontine. Oh mein Gott. Ey, du bist einfach ein richtiger Riese. Junge, das ist ja geisteskrank, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, hättet ihr jetzt Angst vor Leontine? Boah, Alter. Bist du bereit? Warte, ich verstecke mich jetzt hier. Und los geht's, Leontine, mach es. Alter, die sitzt da, Leute. Jetzt kommt Leontine.
Oh! Ich hab voll die Angst, Mann! Oh mein Gott, was machst du hier? Ach du Scheiße! Alter, Leute! Lass mich mal! Warte mal kurz. Oh, oh. Marvin, was machst du denn da? Und ist das hier nicht Leontine? Alter, Leute, ich glaube, wir sind aufgeflogen. Leontine? Ich glaube, du bist es. Sag mal, wollt ihr mich komplett jetzt verarschen hier? Was macht denn ihr hier in meiner Bude? Wie seid ihr hier reingekommen? Nichts, einfach so. Ihr nehmt mir hier die ganze Wohnung auseinander. Ja, wir wollten dich einfach nur ein bisschen hops nehmen, weißt du? Ja, ja, eure Witze immer hier. Ja. Also Leute, ich bin jetzt richtig sauer auf euch. Ja. Ich würde euch jetzt bitten, dass ihr die Wohnung hier verlässt, weil eure ganzen Pranks und so. Ich hab eine Idee. Ja, wir müssen noch kurz auf Toilette. Kann ich aber kurz auf Toilette gehen und sonst Klo ist voll. Ja, und dann verlasst ihr es bitte, ja? Ja, machen wir. Hey Marvin, lass Mehl in den Föhn. Ja, warte, hier. Wenn sie sich gleich fertig macht. Komm, gib mal, halt mal fest, ich mach das kurz. Leute, wenn sie sich gleich fertig macht, schicke ich alles in sich. Warte, halt das, halt die Kamera. Dann wird sie aussehen wie ein Schneemann. Ja. Nee, komm rein. Fertig. Okay. Ja, komm rein. Boah, ich muss jetzt erstmal hier meine Haare machen. Ja, mach das, ne? Da liegt auch der Föhn, kannst du dir kurz wegmachen. Ja, weil ich muss sie noch ein bisschen leicht antrocknen hier. So, dann mach jetzt mal deine Haare, ne? Ja? Okay. Leute, gleich wird's lustig. Ha! Rausgehen. Du siehst ja aus wie ein Schneemann. Du bist ja eine richtige Torte, bist du jetzt. Ich wollte jetzt rausgehen. Jetzt kann ich mich nochmal komplett neu machen. So verbringe ich doch keinen Sonntag mit euch, Vollidioten. Wer solche Nachbarschaften hat, der braucht keine Feinde mehr, ohne wen. Ja, chill mal. Komm, wir gehen jetzt. Ey, wir haben richtig Hops genommen, Leute. Let's go. Alter, ist ja zu lustig gerade. So, Leute, die hat uns ja eigentlich rausgeschmissen. Genau. Und jetzt gehen. Ich habe jetzt eine richtige Idee. Und ja, zwar habe ich ihren Donut genommen. Hier, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt richtig fett Tabasco rauf. Ich mache das da rein. Richtig schöne Soße hier. Oh ja. Wow. Oh, weißt du, wenn die dann gleich essen geil mit dem Donut, mit Tabasco, der wird richtig kotzen davon, sag ich dir. Ja, ja. Ey, ihr seid ja immer noch hier. Ja, ich hab wir haben Donut für ja, ich hab den Donut mitgebracht. Mit leckerer Marmelade. Wie das denn jetzt? Ja, hab ich schon mitgebracht. Weißt du, wir wollten uns entschuldigen. Ernsthaft? Ja, ja. Habt ihr damit nichts angestellt? Nein, natürlich nicht. Ja, da ist gar nichts mit. Ganz sicher? Ja, ja. Okay. Ja. Boah. Was ist das denn, Alter? Hallo. Ich glaube, dir geht's gar nicht gut. Boah. Meine ganze Fresse brennt, ey. Boah, ich bin so sauer auf euch, ne? Ihr spinnt wirklich. Was für eine Scheiße ihr mir hier da reinmacht. Ja, es tut uns leid, war nur ein Joke. Ich hab echt gedacht, dass ihr wirklich freundlich seid. Jetzt machen wir eine Überraschung mit diesem Donut und dann kommt so eine Scheiße. Nee, ja, die war noch nie freundlich. Auf, raus jetzt mit dir. Alter, was ist jetzt mit dir los? Tür. Hier, raus hier mit dir. Alter! Ey, chill mal ein bisschen. Nee, und du mit dir genauso. Alter! Digga! Nein! Bro, die blöde Kuh, ey. Ich will euch nie wieder hier sehen, ihr Rotzbänger. Ja, okay. Ja. Leute, ich würde sagen, lasst den Fett noch oben, dann kostenlos Abo. Ciao, ciao.